Du schaust gerne Filme und möchtest damit bis zu 10.000 Euro pro Monat verdienen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Keine Sorge, in diesem Video geht es nicht um irgendeine dubiose Webseite, es geht nicht um irgendeine App, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Werbevideos anschauen musst, um dann Centbeträge abzustauben, die noch nicht einmal ausgezahlt werden, sondern viel, viel cleverer. Die komplette Strategie von A bis Z mit allen Details, worauf es ankommt, gibt es jetzt in diesem Video. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute mit einer wirklich sehr, sehr coolen Herangehensweise, um online Geld zu verdienen. Und zwar ganz einfach, indem du Filme schaust. Wer tut das nicht gerne und wer hätte es nicht gerne, indem er ganz einfach nur Filme guckt, dafür Geld zu bekommen? Ich zeige dir, mit welcher Strategie du es schaffen kannst, 10.000 Euro pro Monat einfach mit dem Anschauen von Filmen zu generieren. Und zwar ohne, dass du irgendwelche komischen Websites besuchen musst, ohne dass du YouTube-Videos anklicken musst, indem du Anzeigen oder Werbevideos schaust. Viel, viel cleverer und zwar in jedem Detail, das wichtig ist, werde ich dir diese Methode vorstellen. Wenn du Spaß daran hast, am Online-Geld verdienen, dann lass mir doch gerne ein Like da und abonniere auch gerne meinen Kanal. Einfach rechts unten auf den Geldsack klicken oder oben auf den Button oberhalb des roten Pfeils. Denn wenn du die Glocke aktivierst, erfährst du zusätzlich automatisch über eine Info jedes Mal absolute alle Neuigkeiten hier auf diesem Kanal. Wenn du lieber dein Geld für dich arbeiten lässt und smart investieren willst, dann lade ich dich ein, einmal beim Kanal von Niklas Beck vorbeizuschauen, auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Er hat gerade erst gestartet, macht aber sehr, sehr coole Videos und stellt dort die unterschiedlichsten Investitionsplattformen vor, von MyFirstPlant über CannaGrow bis Cake DeFi, also im Bereich der Kryptowährungen zu investieren. Und das Spannende an seinen Videos ist, er macht das wirklich live. Er ist mit viel, viel Geld in diesen Projekten investiert und zeigt euch in regelmäßigen Updates, ob es tatsächlich möglich ist, damit Geld zu machen und wenn ja, wie viel, und warnt natürlich auch, wenn irgendwo eine Gefahr besteht, dass man da seine Einzahlungen verliert. Also ein ganz, ganz spannender Kanal, wenn ihr euch dafür interessiert, sorgt gerne gemeinsam dafür, dass Niklas die 1000 Abo-Grenze knackt, um seinen Kanal ordentlich wachsen zu lassen. Ein Link zu Niklas Beck findet ihr in der Videobeschreibung. Wie kannst du jetzt mit dem Anschauen von Filmen 10.000 Euro verdienen? Erstmal ein kleiner Beweis, dass es tatsächlich möglich ist. Hier ist der Beweis. Es sind sogar 12.500 Euro laut der Plattform Social Blade, die dieser YouTube-Kanal, und genau darum geht es, in einem einzigen Monat verdient. Und ich zeige euch, bevor ihr jetzt sagt, oh, ich will jetzt doch keinen YouTube-Kanal aufbauen, das funktioniert nicht, warum es so mega einfach und so lukrativ ist, mit dem Anschauen von Filmen über YouTube Geld zu verdienen. Also schaltet nicht ab, sondern schaut das Video bis ganz zum Schluss, dann werdet ihr genauso geflasht sein wie ich, als ich diese grandiose Nische kennenlernen durfte. Also, worum geht es? Es geht darum, dass ihr Filme anschaut und euch ganz einfach dabei selbst aufzeichnet und eure Reaktion filmt. Warum? Ganz einfach, weil Menschen an Menschen interessiert sind. People are interested in people. Und das ist auch der Grund, warum YouTube-Kanäle viel, viel schneller wachsen, wenn ihr euch selber dabei zeigt, euer Gesicht zeigt. Und nichts ist cooler, als wenn Leute wirklich echt real reagieren, wenn sie lachen, wenn sie weinen, wenn sie schockiert sind. Und genau das macht beispielsweise dieser Kanal, den ich euch gerne mal vorstellen möchte. Und dieser Kanal macht wirklich alles, alles richtig. Und bevor ihr jetzt sagt, ich werde es niemals schaffen, hier 102.000 Abonnenten hinzubekommen. Ich zeige euch genau, wie ihr das machen könnt. Denn Popcorn in Bed ist noch gar nicht so lange unterwegs. Und da passiert im Grunde nichts anderes als das, was hier oben schon steht. Also sie macht alles richtig. Sie schreibt hier direkt in ihrem Kanal-Header, was genau passiert. Nämlich, es ist einfach ein Mädchen, die in ihrem Bett sitzt und Filme zum ersten Mal anschaut und ihre Reaktion auf diese Filme aufzeichnet. Ja, Terminator zum Beispiel, wie sie da schockiert sich die Bettdecke vors Gesicht zieht und wie sie Angst hat oder wie sie überlegt und schockiert ist. Also all diese Geschichten, diese Reaktionen kann man dann in diesen Videos sehen. Und ich werde euch jetzt Stück für Stück erklären, wie genau ihr so einen Kanal aufbauen könnt mit einfachsten Mitteln, ohne irgendwie großartig was zu investieren und wie schnell so ein Kanal wachsen kann. Denn Popcorn im Bett hat 102.000 Abonnenten, aber wenn ihr schaut, wann diese junge Dame denn beigetreten ist, sie ist erst seit dem 3. Dezember 2020 aktiv. Das heißt, vielleicht gerade mal ein Dreivierteljahr bei YouTube und hat auch noch nicht so viele Videos aufgebaut. Wir gucken nochmal bei Social Blade. Und da ist es so,
dass man da sehen kann, wie lange sie schon dabei ist und wie viel Videos sie hochgeladen hat. Denn sie hat erst 78 Videos hochgeladen, wie gesagt, seit 3. Dezember dabei und hat 103.000 Abonnenten. Und sie wächst immer weiter und weiter und das ist wirklich grandios. Und man kann diese Kanäle, obwohl da auch Videos zu sehen sind von Filmen, ja, die spannend sind und die eigentlich urheberrechtlich geschützt sind, man kann trotzdem diesen Kanal monetarisieren, das heißt Anzeigen schalten. Und ich zeige euch einmal, wie dieser Kanal aufgebaut ist und wie ihr genau das nachmachen könnt. Also, so ein Video sieht so aus. Wir haben hier in der Regel einen Screenshot oder ein Bild des Filmplakates und dann ein Foto dieser jungen Dame, wie sie reagiert, wie sie die Hände vor den Kopf schlägt oder sich hier auf den Fingernägeln kaut oder schockiert ist oder lächelnd, grinsend auf Indiana Jones reagiert. Also so sind die Thumbnails aufgebaut, könnt ihr mit Canva ganz, ganz einfach nachbauen. Ja, dann hat man schon mal ein interessantes Thema. Der Grundtenor und das Grundthema ist, dass diese junge Frau zum allerersten Mal bekannte Filme sich anschaut. Ja? Wie Das Schweigen der Lämmer, Blade Runner, Roxanne, Mad Max, Indiana Jones, wie gesagt, Master and Commander, Terminator und so weiter. Und nichts anderes macht, als sich dabei aufzuzeichnen. Und wir gucken einfach mal ganz kurz in so ein Video rein. Hello everyone, and welcome back to Popcorn in Bed. As always, thank you so much for being here. Los Angeles 2029. That's funny because... I don't understand that future. Do the machines have brains? They're not... Sick. New leather jacket. I guess the studs were too easy to spot. Okay. So, das reicht auch schon. Jetzt seht ihr, das ist jetzt nicht so super schwierig oder komplex. Ihr müsst da auch keinen Kreis drum bauen, sondern ihr lasst ganz einfach einen Film ablaufen, nehmt ein Handy und nehmt euch dann, während dieses Video läuft, ganz einfach auf, kommentiert mal irgendwelche Szenen, ziemlich dumm teilweise, müsst einfach irgendwas dazu sagen, ein kleines bisschen lächeln, Angst kriegen an den richtigen Stellen und am Anfang ein kurzes Intro sprechen und am Ende ein kurzes Outro und das war es eigentlich schon. Und ihr seht, dass solche Videos, ja, das hat im August, am 13. August Premiere gehabt, hat 85.000 Aufrufe gehabt, 13.000 positive Bewertungen. Und sie macht wirklich nichts anderes, als genau das zu tun. Und das könnt ihr ganz einfach auch. Ich zeige euch gleich genau, wie ihr das schaffen könnt. Und ihr habt gesehen, ich habe zwischendurch die Werbung hier weggeklickt. Das heißt, man kann auch diese Kanäle ganz problemlos monetarisieren. Ihr braucht nur 1.000 Abonnenten, die habt ihr relativ schnell und mindestens 4.000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Und das ist auch das Coole an diesen Reaction-Videos, weil sie ja natürlich nur die Highlights aus diesem Film zusammenschneidet und dann Videos hat, die relativ lang sind. Das ist schon mal 31 Minuten lang, so lang sind auch die anderen Videos auf ihrem Kanal ungefähr und das ist das Spannende dabei. Das heißt, ihr habt sehr, sehr schnell sehr hohe und sehr lange Aufrufzeiten und natürlich ein enormes Kanalwachstum, wenn ihr ganz coole Reaktionen zeigt. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Grundsätzlich haben natürlich solche Videos, wenn ihr sie auf YouTube hochladen würdet, zumindest in voller Länge, eine Urheberrechtsbeschränkung, aber, und das macht sie hier auch ganz clever, es gibt einen Disclaimer, den sie hier unten reingesetzt hat und den schenke ich euch, den findet ihr in der Videobeschreibung noch einmal dargestellt. Da steht drin, Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, bla bla bla, ist ein sogenannter Fair Use erlaubt von urheberrechtlich geschützten Dingen, wenn sie der Kritik dienen, Kommentare haben, Neuigkeiten, also Nachrichtenwert haben oder für Recherchezwecke eingesetzt werden. Und wir haben hier tatsächlich ja eine Kritik, eine Videokritik, eine Review, eine Reaktion und deswegen ist das Ganze tatsächlich erlaubt, sofern ihr unten noch angebt, dass die Urheberrechte natürlich den entsprechenden Eigentümern
gehören. Es kann sein, manchmal passiert das, dass aus irgendwelchen Gründen dein Video doch darum gebeten wird, vom Netz genommen zu werden, aber das passiert sehr, sehr, sehr selten, weil letztendlich ist natürlich das auch Werbung für die Filmverleiher, so eine Review darzustellen und möglichst weit zu spreaden. Diesen Text, wie gesagt, den ihr unter eure Videos setzen könnt, den schenke ich euch, den findet ihr in der Videobeschreibung einfach zum Rauskopieren. Und damit ihr seht, dass das hier nicht nur ein einziger erfolgreicher Kanal ist, der so schnell so eine große Community aufgebaut hat, da können wir mal einfach danach googeln. Und wenn ihr hier Video oder Movie Reaction First Time Watching eingebt, Movie Reaction First Time Watching, dann gibt es da mehrere Kanäle, nicht nur Popcorn in Bed, die was Ähnliches machen, die schon auch nach 12 Stunden fast 5000 Aufrufe haben. Und die sind alle ähnlich aufgebaut, sind relativ bekannte Filme und irgendjemand sitzt da und erzählt einfach was und reagiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und das funktioniert nicht nur auf Englisch, sondern es funktioniert auch auf Deutsch. Zum Beispiel Dos Cavazos hat hier auch vor einer Woche seine Reaktion auf Deutsch. Erstes Mal Ansehen zu Kung Fu Hustle hochgeladen, hat 168.000 Aufrufe für dieses Video generieren können. Also es funktioniert, auch wenn ihr nicht ein junges Mädchen seid, das blond ist und im Bett sitzt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Meldung, die ihr für dieses Video wissen wollt. Mir war nicht vorher bewusst, vor meiner Recherche, wie lukrativ diese Nische ist. Aber sie ist es absolut. Sie ist sehr, sehr schnell realisiert. Und ihr seht, wie erfolgreich diese Kanäle sind, weil so viele Konkurrenz gibt es in diesem Bereich tatsächlich noch nicht. Ihr könnt es also auf Deutsch machen, ihr könnt es auf Englisch machen und könnt dann direkt loslegen. Wie macht ihr das und wie findet ihr Filme? Zwei kleine Tipps dazu. Ihr könnt hier suchen über Google die 100 besten Filme aller Zeiten. Da sind dann auch so Klassiker dabei wie Citizen Kane, Der Pate, Casablanca. Oder ihr sucht eben erfolgreiche und bekannte Filme, denn danach googeln und suchen die Leute auch bei YouTube. Und dann hast du quasi eine Filmzusammenfassung innerhalb von einer halben Stunde mit der Reaktion einer echten Person darauf. Also eine Art Review, wenn man so will. Und sowas findest du ebenfalls, wenn du nach Blockbuster oder erfolgreichste Filme aller Zeiten sucht. Hier habe ich eine Liste gefunden und da seht ihr, das sind alles super bekannte Filme und danach wird natürlich auch extrem gesucht. Avatar, Avengers Endgame, Titanic, Star Wars, Erwachen der Macht, Infinity War, Jurassic World, König der Löwen, also wirklich als Who is Who der bekanntesten und erfolgreichsten Filme und wenn ihr euch die alle zu Gemüte führt, dann ist das überhaupt kein Problem, sehr schnell ein entsprechendes Video hier zusammenzustellen. Wo kriegt ihr die Videos her? Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch beispielsweise ein Netflix-Abo haben oder ein Amazon Prime-Abo oder ihr habt die Möglichkeit, natürlich einzelne, besonders junge, frische Filme für einen kleinen Obolus auszuleihen und könnt, während ihr euch das Ganze anschaut, das Ganze aufzeichnen. Das heißt, ihr installiert euch folgendes Programm, das OBS Studio, Open Broadcaster Software ist die Abkürzung von OBS. Es ist ein kostenloses Tool, mit dem ihr den Videoscreen, also den Bildschirm, automatisch mitschneiden könnt. Und das lasst ihr dann halt mitlaufen, während ihr diesen Film anschaut. Und parallel nehmt ihr eure Kamera oder einfach nur ein Handy, ein iPhone und zeichnet eure Reaktion auf diesen Film auf. Macht das ein bisschen spannend, macht das ein bisschen interessant und dann schneidet ihr dieses Video zusammen mit den spannendsten Szenen, dass ihr hinterher so ein 20 bis 30 minütiges Video habt. Eure Reaktion schneidet ihr dazwischen. Das sind also einfach nur zwei Spuren, die dann nebeneinander, übereinander gelegt werden können. Wie könnt ihr das schneiden? Ganz einfach mit der Software OpenShot. Das ist ein kostenfreies Videotool, das könnt ihr euch herunterladen, ist Open Source und da könnt ihr ganz einfach Videos zusammenschneiden, den Ton drüber legen und das Ganze dann rausrendern und auf YouTube hochladen. Ist wirklich komplett kostenfrei und sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach gemacht. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr sucht euch spannende, neue, attraktive Filme, nach denen auch gesucht wird. Dann habt ihr ein Suchvolumen, dann werden diese Filme auch gesehen und dann werden auch diese Videos von euch als Reaktion sehr, sehr schnell sehr viele Aufrufe bekommen. Ihr ladet euch die Filme herunter, ihr schaut sie euch live an, ihr schneidet das Video mit OBS Studio, ihr haltet gleichzeitig eine Kamera auf euer Gesicht, ihr kommentiert das Ganze, schneidet da ein 20 bis 30 minütiges Video zusammen, macht ein cooles Thumbnail, so wie es hier bei dem Popcorn in Bed auch der Fall ist
und ladet das Ganze auf YouTube hoch und dann könnt ihr einfach nur noch warten und schon seid ihr relativ fix dabei. Was übrigens auch möglich ist, ist nicht nur ein komplettes Video, sondern auch auf Trailer zu reagieren. Ja, also wenn neue Filme anlaufen, dann macht das Gleiche, was ich jetzt vorgeschlagen habe, nur mit Trailern und reagiert auf diesen Trailer. Oder reagiert auf bekannte Szenen eines Films. Ja, beispielsweise bei Game of Thrones, als Hodor zu Hodor wird. Das ist eine sehr tränenreiche Szene. Wenn ihr darauf reagiert, habt ihr ein 10-minütiges Video, was millionenfach geklickt werden wird. Also, weitere Möglichkeit, nicht komplette Filme zu sehen, sondern Trailer von neuen, lukrativen und spannenden Filmen, auf denen auch ein hohes Suchvolumen ist, zu reagieren und dann regelmäßig, vielleicht ein- oder zweimal in der Woche, so ein Video hochzuladen. Ihr könnt die bequem vorproduzieren, ist also auch überhaupt kein Problem. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass euer Kanal noch schneller wächst, dann empfehle ich euch von dem Kollegen Erik Hüter das Programm Endlos Traffic. Habe ich schon ein paar Mal vorgestellt, auch in einer separaten Review. Die findet ihr oberhalb des roten Pfeils nochmal verlinkt. Da verrät er euch in einem sehr coolen und sehr, sehr sinnvollen Kurs, wie ihr es schaffen könnt, organisch sehr, sehr schnell mit eurem YouTube-Kanal zu wachsen und noch schneller Geld zu verdienen. Und ihr seht, je mehr Aufrufe ihr habt und je länger die Videos sind, umso lukrativer wird das Ganze. Und auch wenn ihr am Anfang nicht direkt 10.000 Euro pro Monat verdient, ist es hier super einfach, mal eben 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro im Monat ganz einfach mitzunehmen, indem ihr einen sehr coolen Videokanal bei YouTube aufbaut und dort einfach nichts anderes macht, als Filme zu schauen und darauf zu reagieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren Infos da lasst, wie ihr diese Strategie findet, ob das eine neue Nische für euch ist. Ich war total geflasht davon und deswegen wollte ich es unbedingt an euch weitergeben, denn ich bin überzeugt davon, dass ihr mit dieser Methode, mit Videos schauen, richtig viel Geld verdienen könnt. Wenn ihr nicht so genau wisst, wie ihr überhaupt einen YouTube-Kanal aufbaut, empfehle ich euch mein kostenloses Komplett-Tutorial von 36 Minuten Länge, wie ihr es schaffen könnt, einen Kanal komplett von A bis Z aufzubauen. Klickt dazu einfach auf das linke Video und wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich, ich möchte lieber richtig Affiliate-Marketing oder andere Methoden ausprobieren, dann schaut euch das rechte Video an, da erkläre ich euch, wie ihr 600 Euro pro Monat mit Fußball-Affiliate-Marketing verdienen könnt und das, ohne dass ihr auch nur ein einziges Mal ein Fußballspiel gesehen habt. Also egal, ob ihr links oder rechts klickt, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.